Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof. Wir sind erst wieder zurück hier in Walchen. Ich habe noch keinen Hof. Muss mich jetzt erstmal umgucken, welchen ich mir kaufe. Und dann muss ich auch irgendwie ein Verkaufsgespräch noch führen oder ein Kaufgespräch noch führen. Vertrag unterzeichnen und so weiter und so fort. Oh. Ich guck mal den da oben an. Da war ja früher der Gumpitsch. Danach war der. Der Dings, da war mal da oben. Der. Der andere da. Sieht verlassen aus. Hallo? Okay. Mal gucken. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt auf der Straße bleiben, müsste ich eigentlich bei der Kirche wieder vorbeikommen. Ah ja. Oh. Ey! Guck doch mal, wenn du über die Straße läufst. Heide, nein. So sind die auf dem Dorf, ey. Laufen einfach über die Straße, ohne zu gucken. Alter, die Straßen hier, die werden auch spannend. Aufgeforstet haben sie auch. Neue Bäumchen gepflanzt. Schön. Schön, schön, schön. Den alten. Den alten Übungslift, den haben sie immer noch. Schön. Werde ich auf jeden Fall im Winter mal herkommen, ey. So, jetzt fahren wir aber erstmal weiter, weil das hier ist, glaube ich. Sieht bewohnt aus, da steht auch ein Auto rum. Ups, also. Machen wir da lang. Ah, da ist die Tanke wieder. Da ist auch der Maschinenring, okay. Der ist aber gerade zu. Mist. Da war damals der alte
Van Burgen. Der hat da doch gewohnt. Bevor er hochgezogen ist zum Ding. Auf den anderen Hof im Gumbitsch. Da sieht's mir nach Sackgasse aus. Da hinten eigentlich auch. Aber ich fahr trotzdem mal nach rechts. Ah Gott, ey. Ich glaube, ich fahr gerade ein bisschen im Kreis, weil hier sind wir, glaube ich, wieder beim Maschinenring, oder? Ja. Ah, Mist. So, wenden wir hier halt mal. Aber weiter geht's. Okay, das war falsche Straße. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Ich würde mir jetzt gerne einen Hof kaufen, ist aber keiner da, der mich beraten kann. Warte, ich fahre mal hier lang. Ich glaube, warte mal, sind wir von hier nicht vorhin gekommen? Aber auch überall nichts, ey. Ich verzweifle. Ich weiß auch nicht, wo ich mich niederlassen soll. Hier geht man. Die Straße kenne ich, glaube ich, nicht. Ich bräuchte irgendeinen Ortskundigen, der sich hier auskennt, den ich fragen könnte. Für wo was, welcher Hof zu verkaufen ist. Fahren wir mal da lang. Ich wette. Ich lande jetzt da, wo wir ins Tal reingefahren sind. Irgendwie habe ich das so im Urin. Ich wette, ich habe mich total verfahren. Absolut keine Ahnung, wo ich hinfahre. Naja, vielleicht komme ich ja irgendwo raus, wo ich auch mal ein bisschen Überblick habe. Links oder rechts? Ich fahre rechts, komm. Ja, das war ein kurzes Rechts, ne? Alter, die Straßen. Ah, hier fängt mal wieder eine Teerstraße an. Das ist ja schön. Dachte, hier gibt's bloß Schotterpisten.
Fast so wie damals in Russland. Kaum, ich mag nach rechts zu fahren. Geht's ordentlich einen Berg hoch, muss man schon sagen. Da oben, da ist irgendwas Rotes. Er kommt hier der Schlepper hoch? Geh ich doch gerade mal gucken. Kommt hier der Schlepplift hoch? Der Übungshang. Nö. Also irgendwie ein anderer. Oh, ich freue mich auf den Winter, ey. Kann ich schön Skifahren. Das wird spaßig. Bin mal gespannt, wo wir hier jetzt erstmal rauskommen. Und ob ich dann auch wieder irgendwie zurückfinde. Enge Kurve. Yay, mal wieder ein paar Häuser. Das ist sehr schön. Ah, da ist auch was. Scheint ein Gasthaus zu sein, so riesig wie das ist. Und da? Das sieht mir doch nach einem Bauernhof aus. Das sieht mir nach einem Bauernhof aus. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Glück. Und da hängt zwar Wäsche rum. Aber hier ist alles leer. Da könnte ich Glück haben. Was ist in die Stallung? Oh, da steht sogar die Tür offen. Voilà. Gucken wir doch gerade mal rein. Ah, alles leer. Vielleicht haben die keine Tiere mehr. Ja, das letzte Regenwasser hat sich gesammelt. Okay. Sieht alles leer aus. Das Gras ist auch nicht geschnitten, nix. Dann guck ich mal da drüben, ob ich da noch in die Halle reinlunzen kann. Ist da ein Fenster? Nee. Oh, da ist das Tor offen. Zutritt verboten. Ja, toll. Oh, ich höre was. Ah, hier ist ein kleiner Flurweg. Hallo? Hallo? Na, jetzt ist der weggefahren. Ich bin wieder alleine hier.
Warte mal. So? Ja, du Udo. Ja? Ich war hier gerade auf so einem Hof. Der sieht ziemlich verlassen aus. Steht nichts in der Halle drin, gar nichts. Weißt du, wo ich eine Info kriege, ob der zu verkaufen ist oder nicht? Frag mal beim Leo nach. Vielleicht weiß der was, weil ich weiß nicht, wo der Bürgermeister ist und wie der heißt. Ja, ihr habt schön, ihr setzt euch alle ins gemachte Nest und ich sitze hier irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß nämlich übrigens gar nicht, wo ich bin. Ich weiß gerade auch nicht, wo ich bin. Ich suche den Hof von meinem Onkel. Ich wollte noch gucken, ob es den noch gibt. Tja. Da bin ich vorhin dran vorbeigefahren. Das war unten irgendwo rechts und links. Und links. Also ich habe beide gefunden. Da, wo er ganz früher war und den anderen. Nee, dat, wo er ganz früher war, das war dein Hof. Den hat er mal geschenkt bekommen vom Vater, also von meinem Opa. Und den, wo er jetzt dem Letzt war, den habe ich ja geerbt bekommen. Da war ich auch schon. Ja, okay. Ich suche den Hof von meinem Onkel, weil der hat sich zerstritten damals mit meinem Vater. Und wollte noch gucken, ob es den noch gibt. Okay. Onkel. Ich glaube, ich habe ihn. Na, dann ist er supi. Dann, ich fahre mal wieder zum Händler und guck mal, ob ich den irgendwie... Ja, ich komme jetzt gleich auch mal. Ich muss den Unitruck wieder zurückgeben. Haben wir so eine Probefahrt gemacht, oder was? Ja, ich habe ihn gefunden. Okay. Jo, dann sehen wir uns vielleicht später. Jo, bis später. Tschüss. Also der Hof, der wäre schon ganz schick. Müssen wir mal gucken, ob wir den kriegen. Aber wenn hier natürlich der Bürgermeister nicht da ist, oder der Ortsvorsteher, dann wird es natürlich alles ein bisschen schwierig. Müssen wir mal gucken. Fahr mal einfach hier lang. Also ich muss mich hier auch ein bisschen auskennen lernen. Oh, hier haben sie zum Glück eine Leitplanke, ey. Sonst werde ich hier natürlich ein Problem kriegen. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, ihr habt jetzt schon einiges von der Karte gesehen. Oh Gott. Und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Leben auf dem Bauernhof. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.